Okay. Ich kann einfach hochklettern. Und. Ganz schön hitzköpfig. Hey, nicht anstacheln. Wir arbeiten hier. Verdammter Idiot. Der Käfig ist übertrieben. Seit der Flucht des Alten wollen sie kein Risiko mehr eingehen. Diese Neuen machen nur Ärger. Wir sollten sie alle zu den Oni schicken. Und? Was wird jetzt wohl passieren? Die Sonnenkönigin. Sie wird uns endlich von hier wegführen. Dann ist alles real? Das heißt, sie ist real? Ja. Und nichts wird uns aufhalten. Ich glaub's nicht. Nach so langer Zeit. Alles wird sich jetzt ändern, Bruder. Wart's ab. Okay. Ich zeig mich lieber nicht. Versuch sie mal auszuschalten, ohne dass sie es mitkriegen. Oder ohne dass sie Alarm schlagen, sagen wir es mal so. Sag nicht, die bleiben so stehen, das war ja total bekloppt. Bin übrigens da drin gestorben, weil ich die brennenden Pfeile ausgepackt habe. Die Gaskonzentration war da anscheinend so hoch, dass ich das dann gleich alles in die Luft fliegt. Die bleiben wirklich so stehen. Wird doch der Hund in der Pfanne verrückt. Na, naja, probieren es mal aus. Oh, das war irgendwie. Hey! Keinen Stress machen. Schade, dass der nicht mit abgefackelt ist. Ah, da ist ja noch einer. Hi. Scheiße, den hätte ich gut erwischen können. Zu sehr gezögert. So, Presse da. Ich hatte ein bisschen Hilfe. Grim? Ja. Er hat's nicht geschafft. Scheiße. Mann, ich dachte immer, den könnte nichts umbringen. Er hat sich geopfert, damit ich es hierher schaffen konnte. Ein Rettungshelikopter ist auf dem Weg. Sie halten Sam allein fest. Habt ihr Whitman gesehen? Er kam wohl nicht bis zu den Gästezimmern. Mr. Showbiz lässt es sich wohl gut gehen. Wir werden ihn finden. Und Sam auch. Aber von hier oben sind wir machtlos. Irgendwie kriege ich euch da schon raus. Okay. Wir müssen das lockern. Los, Jungs. Nochmal. Okay. Bereit? Jetzt! Das funktioniert so nicht. Ich weiß jetzt schon, wie es funktioniert, glaube ich. Aber ich durchsuche jetzt erstmal die Leichen. Verdammt nochmal. Lara, hier läuft eine komische Scheiße. Sie haben von einem Sonnengeist geredet. Sonnenkönigin. Die alte Herrscherin von Yamatai. Das ist doch ein Witz. Du meinst, das hier ist Yamatai? Ja, sieht ganz danach aus. Na, das ist ja mal was. Haben wir es also doch gefunden. War nicht ganz so wie erwartet, was? Die Untertreibung des... Sam hat irgendetwas damit zu tun. Ihr Anführer glaubt, sie sei so eine Art Schlüssel. Na toll. Einen eigenen Charles Manson haben sie auch? Er heißt Matthias. Arme Sam. Hoffentlich finden wir sie. Alles der Reihe nach. Erstmal müssen wir aus dem Käfig raus. Dann hört auf zu quatschen, dann hole ich euch raus. Haltet euch irgendwo fest! Okay. Hier wird's langsam instabil. Der Boden wölbt sich schon. Allerdings. Hol uns einfach nur hier raus. Auf der anderen Seite ist noch ein Gegengewicht. Ach so, auf der anderen Seite. Ah, okay. Wir können alle zusammen hier raus. Das habe ich jetzt irgendwie nicht gesehen. Okay, was jetzt? Das andere Gegengewicht. Es ist da drüben festgemacht. Ja, Tatsache. Ah. Oder? Wenn
Alanis. Alles klar. Wo soll ich denn hin, bitte? Oh. Ah, darüber muss ich. Ah, hüpf doch rüber. Ich will irgendwie nicht rüberhüpfen. Ah, ich muss gar nicht hüpfen. Oh, fuck. Lara, sei bloß vorsichtig. Na, ich gebe mir Mühe. Pass auf, wo du stehst. Alles wird sein. Das kann ja was werden. Wo soll ich hin? Ah, okay. Nein, ihr fallt nicht, ich hole euch. Beeil mich hier schon. Jetzt motzen die mich auch noch an. Oh fuck, ich bin so ein Idiot. Oh, ich lebe ja noch. Okay. Irgendwas übersehe ich wahrscheinlich. Ich hole mir erstmal die Pfeile. Ich habe ja Zeit. Irgendwas übersehe ich. Aber ich habe keine Ahnung was. Also darüber komme ich auf keinen Fall. Ah. Kurz anmachen. Es wird mir aber auch nur das beides angezeigt. Das muss ich einfach nochmal machen. Okay, das sollte gehen. Ah, okay. Verstehe. Jetzt wurden sie beide gleichzeitig ausgelöst. Ich muss sagen, die Kletterpassagen, wow, gefallen mir richtig, richtig gut. Ich finde so, beim Kämpfen hätten sie noch ein bisschen mehr auf Schleichen machen können. Aber es ist wahrscheinlich nur meine persönliche Vorliebe. Wir sind draußen, aber alles stürzt ein. Der Platz ist auf der anderen Seite der Brücke. Der Hubschrauber ist bald da. Schon, ich will nur noch hier raus. Oh Mann, das bricht hier gleich alles zusammen. Und ich höre lauter Leute. Ja, okay, das hat sich erledigt. Ich durchsuche die mal noch in Ruhe. Ah, da sind noch mehr. Steht er da am Feuer? Was geht denn hier ab? Okay. Oh. Ah, fuck. Den kann ich mir nicht mehr holen. Fuck. Fackelt gerade alles ab. Also ich hoffe ja ehrlich, dass sie eine Fortsetzung machen von dem Spiel. Auch wenn ich noch nicht mal fertig bin mit dem hier. das war eigentlich nicht so geplant. Aber ja, okay. Eigentlich wollte ich nur nach oben. So, vielleicht klappt es diesmal. Und hau ruck. Und hau ruck. Und sonst einfach nur hoch, bitte nicht wieder da. Achso. Ich vergaß, dass der Karre kommt. Und jetzt hoch, ja, sehr schön. Und weiter geht's. Jetzt fackelt hier echt alles ab.
Feuer erledigt alle Gegner für mich. Ich muss nichts machen. Das ist Messias. Niemand geht. Das habe ich auf Japanisch vor dem Absturz gehört. Das Ritual aus Emikos Grab. Was interessiert Messias so daran? Also irgendwas an dieser Geschichte ist total strange. Ich glaube, wir wissen lange noch nicht alles, was hier abläuft. Oh. Wow, das war ein Kopfschuss, obwohl es so gewackelt hat. Nicht schlecht. Muss ich mich mal selber loben. Langfinger, Achievement freigeschaltet. Was auch genau das bedeutet. Ich hätte auch nachgucken können, ich weiß, aber wenn ich daran denke, ist immer schon zu spät. Na, jetzt bitte nicht so ein Wächter oder sowas, da habe ich jetzt gar keinen Bock drauf. Ich glaube, du verstehst nicht. Du wurdest auserwählt, Samantha. Das ist eine große Ehre für dich. Für uns alle. Manche haben schon geglaubt, wir finden dich nie. Und jetzt bist du hier. Bitte. Ich weiß, Sie denken, ich bin was Besonderes. Das bin ich nicht. Und ich will nicht auserwählt sein. Es geht nicht darum, was du willst, sondern darum, was du bist. Emikos Blut fließt durch deine Arme. Ich denke, du weißt das, Samantha. Sie sind irre, Matthias. Warum tun Sie das? Du suchst nach Logik und Vernunft, aber da ist keine. Denselben Fehler habe ich auch begangen. Ich dachte, uns könnten Schiffe erreichen und Flugzeuge nicht vom Himmel fallen. Ich will einfach nach Hause. So wie ich. Seit Jahren habe ich auf das hier gewartet und mein Leben gegeben. Denk nicht, ich hätte nicht versucht, von hier wegzukommen, von diesem Ort. Wir alle sind gefangen. Aber du, Samantha, du hast die Macht, uns zu befreien. Viele haben für diese Gabe ihre Seelen freiwillig gegeben. Die Brände werden schlimmer. Das andere Mädchen ist weg. Das muss ein Ende haben. Dimitri, bewache sie mit deinem Leben. Lara, oh mein Gott, du bist hier. Ich war hier schon kurz vor Durchdrehen. Ist okay. Ist okay. Alles wird gut. Meine Waffen. Wie sollen wir hier nur wieder rauskommen? Wir müssen los, bevor er zurückkommt.